Willkommen zurück zu Let's Play Diablo 3. Stufe 42. Habe ich gerade nicht eine Fähigkeit geändert? Oha. Oh, es gibt eine neue Angriffsart. Kritische Treffer erzeugen zusätzlich Geistkraft pro Gegner. Cool. Nehme ich das mal. Und neues Mantra. Mantra der Heilung. Heilt euch zusätzlich, wenn ihr einen Gegner trefft. Hey, das ist doch schön. Nehme ich das mal. Also immer noch ein bisschen langsam vom Schlagtempo her. Ja, kriegen wir schon hin. Kann ich jetzt hier endlich raus? Ja, hier geht's raus. Endlich. Dungeons mag ich nicht mehr. Bin übrigens jetzt dabei, jetzt extra Folgen zu drehen, weil ich dies drehen muss im Prinzip, sonst habe ich nachher keine Folgen mehr. Wenn ich fertig bin, denn in dieser Woche habe ich nämlich ziemlich wenig Zeit, prinzipiell aufzunehmen. Deswegen will ich so schnell wie möglich das hinter mich haben. Und auch in der nächsten Woche sieht es knapp aus. Ach, die ist ziemlich doof. Ich bleib lieber bei dem hier. Alter, jetzt hör auf. Mensch. So, das. Kritische Treffer erhöhen eure Angriffs- und Bewegungsgeschwindigkeit. Ist okay, stimmt beim ersten Angriff über einen Kurs ist dann getroffene Gegner erleiden zu sich heimlich Schaden über die Zeit. Ja, nehme ich mit. Nehme ich. Das ist sowieso besser. Da waren wir noch Gegner. Hey, die Glocke ist gar nicht so übel. Die Glocke nehme ich mal erstmal mit. Die macht auch nicht Schaden. Wir müssen den Turm von Corellian finden und nicht die Kreseros hier. Oi, 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 oi. Gegner haben es aber auch in sich heute. Daibo, da muss ich übrigens hin, auf der linken Seite. Kube. Oh, Sturmbringer. Alter, hör auf mich zu fressen. Krass, den hat's zerrippt. Verwunschenes Gasthaus. Ja, gehen wir mal rein. Durchsucht das verwunschene Gasthaus. Tötet Seelen Ernter. Die Götter handeln durch mich. Das war einfach. Viel Gold. Ihr scheint stets in der Vergangenheit zu leben. Unsinn. Ich denke oft daran, was die Zukunft für uns bereithält. Welche Abenteuer vor uns liegen. Die Vergangenheit liegt so weit zurück. Und die Zukunft ist solch ein Geheimnis, dass ich nicht anders kann, als mir solche Fragen zu stellen. Ja, Heilung ist mir wichtiger.
Ja, mittlerweile haben wir doch ordentlich Heilung, auch durch das Mantra gerade. Wenn das Mantra aus ist. Geht gar nicht aus. Huch, ne, abbrechen. Tja, nehme ich das? Ja, warum nicht? Durch das Mantra habe ich eine ganze Menge. Oh. Ihr seid besiegt! Nikorax. Ja, den stirbt man schön. Sehe ich mal. Der wurde von der Glocke erschlagen. Ich schaue im Prinzip nur auf die Werte. Wenn die gut sind, ist mir egal, was es ist. Dann will ich es haben. Und der Schaden ist auch gut. Also jetzt sind wir wirklich hart zu den Gegnern. Also jetzt haben die keine Chance. So sehe ich das zumindest. So, letzte Aufnahme für diese Folge. Will ich auf jeden Fall nach 15 Minuten enden lassen. Trunk, schön mit der Glocke. So, Turm von Koch. Ah, ich bin da, endlich. Mensch, keine Menschenseele, tötet Urzael. Erkundet die folgenden Gebiete in Westmark. Dann sind wir jetzt am Ziel wahrscheinlich und Urzael ist ein Boss. Oh Gott. Oh Ursula, oh Ursula. Der sieht ja noch gut aus. Mein Meister hat seine Arbeit am Stein bereits aufgenommen. Ihr könnt unternehmen, was ihr wollt. Es ist bedeutungslos. Na, ich nehme alles zurück. Ihr und der Rest der Dämonenbrut werdet bald Geschichte sein. Der ewige Konflikt mag sich seinem Ende nähern. Doch noch ist es nicht zu weit. Wird im Feuer umkommen. Du darfst dich auch gerne bewegen, Tybi. Hallo. Oh. Ach. Oh, der ist ein bisschen widerspenstiger. Alter, mein. Der macht richtig Schaden, der Zauber. Alter, fuckt ihr alles ab, ey. Da fuck ich doch nicht lange. Bam, von der Glocke erschlagen. Einsatz heiße Ohren. Bannersiegel. Recht mit Maltheil. Krass. Ein Satz heiße Ohren. Tötet Urzael. Boah, ey. Der war schon heftig. Also die Glocke hier, der Zauber hier unten, der Schlag der sieben Fäuste, macht ganz schön Schaden an die Gegner. Habe ich festgestellt. Archonplatten schon in der Intelligenz. Hm, schön. Jetzt sprechen wir mit Maltheil. Nie fallen. Ich werde alle Konflikte beseitigen. Im Tode herrscht der ewige Frieden. Feigling!
kehrt zur Enklave der Überlebenden zurück. Ich kehre in die Stadt zurück. Gut, das war der erste Zwischenboss. Wir haben festgestellt, der war nicht so schlimm. Hat aber extrem viel Leben gehabt. So. So. Sprecht mit Tyrael. Alles Böse wird vernichtet werden. Uzael ist tot und die Seelenernter werden diese Stadt nicht länger tyrannisieren. Ihr habt Westmark gerettet. Aber die Zeit rennt uns davon. Wir wissen noch immer nicht, was Maltaels Plan ist. Und mit jedem Moment, der vergeht, wird er stärker. Diese seltsame Frau, die ihr mitgebracht habt, glaubt, sie könne helfen. Sie hat darauf bestanden, sofort mit euch zu sprechen. Okay. Dann wollen wir doch mal zu ihr gehen. Was habt ihr denn mittlerweile zu sagen? Uzael ist besiegt. Westmark ist gerettet. Und dennoch beschweren Gedanken mein Gemüt. Der Weg vor uns ist kein einfacher. Wir sollten den Sieg auskosten, solange wir können. Weise Worte, Freund. Engel sind dazu verflucht, eine breitere Sicht auf Ereignisse zu haben. Im Augenblick zu leben, ist ein Teil der sterblichen Existenz, den ich erst noch vollständig erfassen muss. Ich bin der Überbringer schlechter Neuigkeiten, General. Der König ist tot. Ich hatte Gerüchte vernommen. Zu Anfang habe ich den König nicht sonderlich geschätzt. Doch er hat sich zu einem guten Herrscher entwickelt. Aber er war in letzter Zeit nicht er selbst. Der letzte seiner getreuen Berater ist kürzlich verstorben. Das hat ihn schwer getroffen. Früher oder später hätte er sich davon erholt. Doch diese Chance wird er jetzt nicht mehr bekommen. Generell gesprochen. Okay. Hört euch alles an, was General Thorison am Akt 5 zu sagen hat. Ja. Schön. Celdo, ich weiß, wie ihr Maltael finden könnt. Aber es wird euch nicht gefallen, was ich zu sagen habe. Das spielt keine Rolle. Es gibt nur eine, die euch sagen kann, wie ihr Maltael finden könnt. Sie erwartet euch in den Blutmarschen. Und ihr kennt sie bereits. Adria. Oh. Adria. Adria. Findet den Eingang zur Gruft von Rakis in den überwucherten Ruinen. Ja, dort werden wir Adria finden. Ich lasse euch nicht allein ziehen. Nicht? Weshalb? Jemand muss dafür sorgen, dass ihr Adria nicht tötet, bevor sie euch Maltaels Aufenthaltsort preisgibt. Folgt mir ruhig. Doch Adria wird sterben. Sie war der Feind, oder ist der Feind im Moment. Überwucherte Ruinen. Sie hat ja Diablo befreit. Und Lea gekillt. Ich habe Uzael und die Seelenernter vernichtet. Die Menschen von Westmark können neu beginnen. Lorat und ich gehen nun in die Blutmarschen. Dort wartet Adria mit dem Wissen, wie man Maltael findet. Sobald dieses Wissen meins ist, wird sie sterben. Alter, wie er das sagt, ey. Hör mal. Vor langer Zeit war es hier wunderschön. Doch jetzt ist dieser Ort im Herzen krank. Genau wie jemand anderes, den wir gekannt haben. Findet den Eingang, ja, hatten wir ja schon. Ja. Upsala. Verklickt. Ich habe Lysas Stimme nochmals gehört und konnte verstehen, was sie sagte. Sie ruft nach mir, doch es klingt, als käme ihre Stimme von weit her, aus einer anderen Welt. Doch ihr habt gesehen, dass sie tot war. Ich weiß es nicht. Doch was ich weiß ist, dass sie da draußen ist und dass sie mich braucht.
In der nächsten Folge werden wir an dieser Stelle weitermachen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Dann werden wir die Hexe Adria vernichten. Bye bye.